So, da bin ich wieder. Ich habe sicherheitshalber mal gespeichert. Weiterspielen. Und habe jetzt alles umgeschrieben. Also, ne, kleinen Zettel auf großen Zettel, habe jetzt viel mehr Platz. Und wir sind jetzt in dem Raum mit rosa und blau. Also nur zwei Möglichkeiten. Wenn wir in rosa reingehen. Jetzt gucke ich kurz, ob hier rechts noch Ausgang war. Nee, war nicht. Wenn wir in rosa reingehen, kommen wir zurück zum Eingangsraum bei der gelben Tür. Test. Was? Mist. Wenn wir durch den Ausgang gehen, kommen wir aus der gelben Tür. Ja, okay, die habe ich schon mal falsch gezeichnet. Okay, das heißt, die Verbindung ist nicht da, sondern zum Ausgang. Gut. Rosa Tür führt zu dem Ausgang in Raum 4. Gelbe Tür führt zu Raum 5. Das ist der kleine mit nur rosa und blau. Das heißt, wir gucken jetzt, wo wir rauskommen, wenn wir in rosa reingehen. Wir kommen rosa rein, wir kommen bei einer grünen Tür raus. Es gibt einen Ausgang. Raum 4 hat eine grüne Tür und einen Ausgang. Das heißt, wenn hier nur noch gelb und blau sind, sind wir in Raum 4. Gelb. Blau. Boom. Raum 4. Okay. Das... Wir kamen grün gerade raus, ne? Test. Wenn wir jetzt bei grün rauskommen, müssen wir bei grün reingehen, müssen wir bei rosa rauskommen. Und tun wir. Okay, also rosa Raum 5 ist verbunden mit grün Raum 4. Das heißt, wir gucken jetzt, wo blau hinführt. Und so gehen wir jetzt nach und nach alle Türen durch, bis wir irgendwo ankommen. Blau. Also wir sind in blau rein, das markiere ich mir schon mit einem Pfeil. Richtung blau. Und dann gucke ich, was wir noch hier haben. Ah, ich habe mir nicht aufgeschrieben, welche Farbe wir rausgekommen sind. Gelb. Okay, gelb, 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 gelb. Gelb, grün, Ausgang. Das ist schon wieder Raum 4, oder? Ja. Das ist schon wieder Raum 4. Jetzt fehlt rosa und gleich kommt blau. Ja, gut. Also blau aus Raum 5 ist verbunden mit gelb aus Raum 4. Das heißt, weder Raum 5 noch Raum 4 führt irgendwo hin weiter. Okay, wenn ich jetzt in blau reingehe, müsste ich in Raum 3 rauskommen. Beim Ausgang rechts. Ja. Dann haben wir gelb, rosa, blau und grün. Und grün führt wieder einen Raum höher, zu Raum 2. Das heißt, wir müssen jetzt hier prüfen, wo führt gelb hin, wo führt rosa hin, wo führt blau hin. Ich gehe mal in gelb. Wir kommen raus bei einem grünen. Ist hier links von mir? Nix. Grün ganz links haben wir in Raum 3. Grün, jetzt kommt blau-rosa. Was? Sackgasse. Ernsthaft? Ich muss mal noch einen Raum einzeichnen. Dann gehen wir kurz zurück durch grün. Wir müssen bei gelb rauskommen. Ja, also gelb führt zu einem neuen Raum, wo es nur grün gibt. Und sonst nichts. Was ist? Durchgang. Ja gut, ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet, dass es eine Sackgasse gibt. Ich dachte eher, dass die alle ineinander verknüpft sind und verschnörkelt und man einfach im selben Raum dann irgendwo wieder rauskommt, aber okay. Also Sackgasse. Das heißt, wir gehen wieder hier durch raus, kommen bei gelb raus und gehen dann links daneben in die rosa Tür. Gucken, wo wir da rauskommen. Oh, Jackpot. Das wird sehr deutlich, nicht durch X'e, sehr deutlich hervorgekritzelt. So. Ich hab Höhenangst. Nein! Ich... Boah, diese Mädels. Okay. Also, diese holde Maid hier... Warte mal, das ist schon wieder die Melissa, oder?
Ja, Leslie ist draußen. Leslie ist artig. Melissa hat Angst vom Besenwesen. Melissa hat Angst vor Höhen. Wovor hat Melissa eigentlich nicht Angst? Egal, wir müssen jetzt rauskommen. Das ist ganz einfach. Wir gehen jetzt einmal. Warum hast du plötzlich Geräusche? Hat sie die ganze Zeit schon Geräusche gemacht? Geh nochmal kurz in Rosa rein. Keine Chance, ich habe Höhenangst. Ja, okay. Also einmal da raus, dann sind wir in Raum 4. Den gehen wir ganz rechts zum Ausgang, dann sind wir in Raum 1. Gehen nach links und sind draußen. Den geben wir Leslie die Taschenlampe. Raus. Leslie. Achso, die ist noch im falschen Raum. Okay, du. Geh zu großer Saal. Aber sowas finde ich richtig cool. Dass man sich richtig Notizen machen muss, wo was hinführt und wo man herkommt und so, das macht Spaß. Und da waren wir auch noch gar nicht drin. Gucken, was da ist später. So, und Leslie lässt jetzt ein bisschen den Batsch raushängen und reißt sie einfach alles unter den Nagel. Du. Wechsel zu Melissa. Du gehst dahin. Nicht großer Saal, du bleibst da stehen. Gib Rekorde. Das macht sie nicht. Boah, du doofes Weib. Gib Taschenlampe an zu Leslie. Gib Leiter zu Leslie. Und du gehst jetzt zu der anderen Tür, machst die auf. Und danach ist dein Part hoffentlich hier auf dem Mars getan. Leslie, ohne die ganzen Phobien, kriegt das hin. So. Benutze Rekorder mit massiver Tür. Massiver Tür. Achso, schalt ein, Rekorder. Wiedergabe. Sehr gut, und sie bleibt einfach hier stehen. Leslie, du reißt das jetzt bitte. Du gehst da jetzt rein. Gehst einmal ganz rechts zum Ausgang. Gehst zweimal ganz rechts zum Ausgang und gehst dann an eine rosa Tür. Wieder in Raumanzug, ganz einfach. Hör auf die Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, wo du lang gehen sollst. Dann wird alles gut. So, zweites Mal. Wir kommen raus aus einer grünen Tür, der kommt gleich blau und in die rosa müssen wir rein. So, was ist das? Instrument. Schalter. Benutze Instrument. Das klappt so nicht. Schalt ein. Instrument? Ja, wahrscheinlich ziehen, oder? Zieh Instrument. Ich kann das nicht bewegen. Benutze Schalter von komischem Alien-Maschinen-Ding, ohne zu wissen, was es macht. Ah. Ich glaube, es ist Sauerstoff. Mal gleich aus. Nee. Aber gleich ist es zu hoch. Benutze anderer Schalter. Was ist das jetzt? Stickstoff? Aus. Schalter, Schalter, Instrument, Instrument. Geh mal raus, hier ist es laut. Okay.
wenn ich mich jetzt nicht irre, F5, Spiel speichert. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war das gerade Sauerstoff und Stickstoff. Und wir können jetzt den Helm abnehmen. Nimm ab, Helm. Tada! Jetzt sogar pinke Haare. Hammer, okay. Ich weiß nicht, was genau uns das jetzt gebracht hat. Ja, hier ist laut. Okay. Also ich weiß nicht, wozu genau das ist. Aber wenn zum Beispiel Zack hier hin müsste oder Annie, dann könnten sie das jetzt, weil halt jetzt Sauerstoff da ist. Also Luft. Sauerstoff, Stickstoff, ne? Ist jetzt Luft da zum Atmen. Ja, okay. Also Power Leslie. Ping, Power Leslie. Einfach mal weiter nach rechts laufen. Da ist der Ausgang. So, es gibt eventuell noch andere Räume da drin. Wir haben theoretisch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume, die wir testen müssten. Aber ich gucke erstmal da, wo die Tür so komisch war. Und da müssten wir einen kleinen Ank finden. Und mit dem kleinen Ank können wir dann in dem rechten Raum... Melissa wird gleich erstmal Augen machen. Mit dem kleinen Ank können wir im rechten Raum das aufmachen. Hallo. Wechsel zu Melissa. Nimm ab Helm, sonst erstickst du irgendwann in deinem Helm. Das wäre auch ein bisschen doof. Du bist ein Blondiner. Ich sag jetzt nichts. Rein. Nee, ne? Blau. Oh, okay. Das ist einfach. Ja, sehr einfach. Das sieht verdächtig aus. Erstmal ist da keine Zeichnung. Nimm Ank. Ich hab einen Ank. Das war zu einfach. Irgendwas Böses passiert gleich. Hier ist schon mal kein so ein Teleporter-Pad. Nimm Statue. Drück Statue. Kann ich bewegen. Ja, okay. Geschenken Gaul nicht ins Maul schauen und so. Wir laufen jetzt einfach zur rechten massiven Tür. Drücken da den Ank in diese Halterung, haben dann Zugriff zu diesem Riesenschlüssel. Oh! Der Riesenschlüssel könnte links auf dem Mars uns noch helfen. Auch eine schöne Frage ist jetzt, ob der gesamte Mars jetzt Luft hat oder nur der Tempel hier. Wahrscheinlich nur der Tempel. Rein da. Da rein. So, benutze Ank mit Wandtafel. Ach, Brumm ist weg. Nimm goldener Schlüssel. Nimm großer goldener Schlüssel. Hoppla, der zerfiel glatt zu Staub. Nein! Ob es hier einen Schlüssel, den es gibt? Nein, wahrscheinlich nicht. Lies goldener Schlüssel. Da gibt's nichts zu lesen. Öffne Glasröhre. Scheint nicht aufzugehen. Gehe zu Knopf. Benutze Knopf. Guten Tag. Unser Volk verließ diese Dimension vor etwa 50 Jahrtausenden. Wir Skuliraner waren eure Wächter. Wisst nichts von den Carponiern und unternehmen alles, um euch zu beschützen. Sie wollten die Erde mit ihren tödlichen Maschinen unterwerfen. Wir sandten euch diese seltsamen Träume. Ihr müsst unser Gerät zusammenbauen, um den carponischen Angriff zu stoppen. Mit diesen Schlüsseln kommt ihr an den weißen Kristall. Es ist nur noch einer da. Beeilt euch, bevor sie euch stoppen. Guten Tag. Und, ja, okay. Benutze Knopf. Ach, ja, nein. Was ist? Da war doch ein Knopf. Ja, okay. Raus hier. Geh zur Tür. Hui.
Das war fiepig. Also, wir gehen jetzt raus. Wir haben einen goldenen Schlüssel, aber der sieht irgendwie viel zu klein aus. Ich denke nicht, dass der passen wird. Hier drüben ist nichts aufgegangen. Nee. Ich denke nicht, dass er passen wird. Aber ich sollte es trotzdem testen. Das heißt, wir gehen jetzt zum Eingang des Tempels, ziehen unseren Helm an. Am besten wahrscheinlich auch mit Melissa. Nur für den Fall, dass jetzt eben die Tür vom Tempel aufgeht und plötzlich die ganze Luft rausgesogen wird. Ich weiß nicht, wie genau das da funktioniert. Da. Zieh an. Helm. Wechsel zu Melissa. Zieh an Helm. Geh zu großer Saal. Gehe Leslie hinterher. Denn Leslie weiß, was sie tut und hat nicht vor allem möglichen Schiss. Du musst die Welt retten, da ist Höhenangst nicht so wirklich eine Priorität. Raus.